Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Channel. Wir sind in der Bahn, wir sind nämlich in dem EM-Zug. Und wenn ihr denkt, es war schon, nee, es wird noch viel besser. Wir können hier heute auch eine Runde ESC spielen. Und zwar mit den Talents der Deutschen Bahn, der eSports Player Foundation. Und bleibt unbedingt dran im Video. Ihr habt nämlich noch die Möglichkeit, unter anderem eine brandneue PS5 zu gewinnen. Also, es lohnt sich. Wer hätte das denn gedacht, dass ich hier Mehmet und Luke wiedersehe? Auch noch in der Bahn und dann auch noch mit PlayStation. Jungs, wie geht's euch? Uns geht's super gut, würde ich sagen, oder? Mir geht's auch super. Bisschen lange Herfahrt, aber alles hat gepasst. Und ich meine, wir haben uns ja letztes Jahr schon gesehen bei der Kampagne. Ich glaube, da habt ihr frisch mit der Ausbildung und auch mit eurem E-Sports-Stipendium gestartet. Könnt mir da mal so ein bisschen erzählen, wie es läuft, was ihr jetzt so macht? Die Ausbildung läuft super, vor allem in Kombination mit dem Stipendium, wo wir natürlich immer die Coachings FIFA spielen können. Ja, bei mir läuft es auch super, hatte letzte Woche jetzt meine schriftliche Abschlussprüfung. Mit dem Zocken läuft es auch gut. Das Stipendium macht wirklich sehr Spaß. Man bekommt wirklich sehr viel Hardware gestellt, auch letztens den neuen Stuhl bekommen. Und sonst kann ich es eigentlich auch nur weiterempfehlen. Und ihr bekommt quasi neben der Ausbildung dann, oder wie kann ich mir das vorstellen, abends dann Coachings, geht dann rein, richtig hier, richtig reinölen, richtig reinschwitzen. Ja genau, und nach der Arbeit, Berufsschule, Seminar, je nachdem was wir haben, machen wir dann mit unseren Coaches die Termine aus, an denen wir natürlich trainieren. Und das geht dann schöne 2 Stunden und an denen wird dann auch gut gearbeitet und an den Fehlern verbessert. Was ist euer Tipp, wer wird Europameister? Wenn wir jetzt hier schon im EM-Zug sind, also... Ja, ich hoffe doch Deutschland. Ich hoffe natürlich die Türkei. Aber realistisch würde ich schon auf Deutschland tippen. Aber natürlich mein Gefühl, mein... Dein Bauch ist für, also dein Herz ja, mein, für die Türkei. Ja, mein Herz ist für die Türkei, mein Kopf ist für Deutschland. Und dann die Fragen aller Fragen. Fener, Dalla, Beşiktaş? Fener. Gut, haben wir das auch geklärt. So, ihr zwei. Erstmal hier gut Tipp in die Runde. Ich sehe, M11-Spiel. Deutschland gegen Schottland. Ich hoffe ja schwer, Deutschland gewinnt. Wie ist es hier so jetzt mit der Konzentration in der Bahn? Wahrscheinlich auch euer Debüt, oder? Erstes Spiel im Zug, im fahrenden Zug, ganz wichtig. Ja, ein bisschen kompliziert, muss man sagen. Ist ein bisschen anstrengend zu spielen. Ich sehe, ihr schwitzt hier ordentlich rein. Schöne Ballrolle. Nochmal auf die Sechser. Gut. Starte Kombination hier im Zug. Also ich sehe schon, ihr habt auf jeden Fall in dem ganzen Jahr jetzt was gelernt. Es ist echt krass, jetzt haben wir ja Halbzeit 0-0. Ich sehe, ihr schwitzt beide richtig rein. Aber du hast gerade gesagt, so dieses Thema Multitasking. Ich glaube, mehr Multitasking wie hier geht jetzt gerade nicht. Ja, wir fahren zu. Ich labe euch voll mit irgendwas. Hier WM-Prediction und Dortmund-Spieler auf die Band und alles Mögliche. Und ihr müsst euch hier konzentrieren, dann haben wir, ja, Zug fährt, ganz normaler Betrieb. So wie es halt immer ist. Ja, es ist wie in der Arbeit. Da ist man ja auch oft am Telefonieren. Oft. Wir müssen ja auch für den reibungslosen, sicheren Ablauf der Züge sorgen. Ja. Und da ist schon sehr wichtig, dass man konzentriert bleiben kann, während man auch andere Sachen im Überblick behält. Und deswegen liegt mir vielleicht auch das FIFA-Spielen so. Was habt ihr dann, also wie kann ich mir das vorstellen in der Ausbildung? Was habt ihr da dann für Module oder war jetzt Tor? Module. Aber der ist ja auch nicht nominiert. Aber vielleicht muss man da doch nochmal. Brandt hat sich gut gestaltet, muss ich sagen. Was zu den Modulen angeht, die Deutsche Bahn hat die Ausbildung, dass man. Bei der Ausbildung hat man eine Berufsschule, wie bei jeder Ausbildung wahrscheinlich. Okay. Zu unseren Besonderheiten kommt noch vielleicht, dass wir noch DB-Training haben. Okay. Das heißt Seminare, da werden wir nochmal extra für den Beruf vorbereitet. Und dann haben wir auch natürlich noch einen praktischen Einsatz. Das ist dann auf dem Stellwerk, wo wir hautnah dann auch das, was wir lernen, umsetzen können. Da gehen wir übrigens später hin. Ans auf Stellwerk, das bin ich auch gespannt. Für mich Premiere. Ich habe auch gehört, die Ausbildung ist sowohl mit Abi, aber auch mit mittleren Reifen natürlich möglich. Bei dir, Mehmet, du hast, glaube ich, Abitur gemacht. Jawohl, genau. Wie läuft das dann ab? Genau, also ich bin im Abi-Alp, das nennt sich so, für den Zugverkehrssteuerer. Die Voraussetzungen, wie man das natürlich auch schon gehört hat jetzt, ist das Abitur. Das ist wichtig. Und die Vorteile in meinem Zweig jetzt sind, dass ich
die Ausbildung in 2 Jahren schon abschließen kann, okay. Also verkürzt von 3. Und ich kann im Anschluss dann meinen Fachwirt machen im Bahnbetrieb. Und das bietet natürlich viele Vorteile, wenn man sein Abitur gemacht hat. Und bei so einem Großkonzern wie die Deutsche Bahn ist das natürlich ideal, wenn man das ausschöpfen kann, was man auch über die Jahre gelernt hat. Das heißt, du kannst dann quasi auch, wenn du dann in deinem Beruf dann arbeitest, als Verkehrssteuerer, kannst du dann intern, sag ich mal, dann irgendwann vielleicht auch nochmal den Bereich wechseln. Genau. Einfach die Möglichkeit, dass es besteht. Genau, die Aufstiegsmöglichkeiten sind auf jeden Fall immer gegeben. Cool. Und mit dem Abitur bzw. dem Fachwirt dann im Anschluss sind die Chancen natürlich hoch. So, jetzt haben wir hier die 87. Minute. Deutschland führt 1-0. Jetzt auch noch im Ballbesitz. Ich würde sagen, das wäre ein Auftakt bei der EM, den wir uns ja alle irgendwie erhoffen. Und das hat auch ehrlich, ich glaube, das wird auch was. Und jetzt Gündoğdu, doch fast noch 2-0. Auf jeden Fall, ich persönlich gehe mit einem 3-1. Für Deutschland im eröffneten Spiel. Das Jungs, klingt ziemlich gut. Was sind eure Tipps? Glaubt ihr hier 1-0 realistisch? Ich glaube, das wird ein 2-0 kaltes. Musiala 2-0. Und vielleicht ein Eckentor durch Rüdiger. Boah, Toni. Toni. Ich gehe davon aus, dass Deutschland 4-0 gewinnt gegen Schottland. Mit einem Doppelpack von Musiala, einem Tor von Wirtz und wenn der Füllkrug spielt, dass der noch einen Kopfballtor am Schluss macht. Ich sag, Dennis Undorf macht noch einen, aber ansonsten passt es. Wir beide spielen jetzt das EM-Finale. Was haben wir gesagt? Deutschland, Portugal. Genau. Das wäre okay. Ja. Und dann Toni Kroos zum Abschied, Titel mitnehmen. Gegen Ronaldo, das wäre gut. Ich. Maria, die Seidenwechsel, die kennst du. Zu gut, leider. Und nochmal. Boah, Joshua, ziemlich haarsträubender Fehler. Da ist er doch. Und er macht das. Und Pepe. Nee, also wenn Pepe mir jetzt hier eine reindrückt, das wäre zu viel. Ehrlich, Abpralle, wie ich sie hasse. Ja, das kenne ich aber auch leider. Es wird gefährlich. Ja. Wieder durch den Abpraller. Aber dann schlechter Ball, Nico. War nix. Ist das eigentlich für dich im Zug zu spielen? Das ist komplett ungewohnt, bin ich ehrlich. Jetzt gibt es eine Klatsche im EM-Finale. Eieiei. Was ist das aber? Oh, gut gespielt. Wenigstens noch ein Ehrentreffer hier. Gut gespielt. Aber so? Aber so. Sehr gut. Freunde, wenn das jetzt das Orakel war, dann haben wir ein Problem. Bei der EM. Und wisst ihr, wer schuld war? Ich. Zusammen mit der Deutschen Bahn darf ich für euch eine nagelneue PS5 inklusive EAFC 24 verlosen. Um teilzunehmen, lasst unbedingt einen Kommentar unter dem Video da, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und für mehr Informationen schaut einfach in die Videobeschreibung. Ich drücke euch jetzt schon mal die Daumen und dann viel Glück. Ich hatte jetzt die ganz besondere Möglichkeit, unsere Fahrt im EM-ICE zu machen. Ihr habt es gesehen, sieht alles mega, mega cool aus. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auf dem Weg ins Stellwehr zusammen mit dem Auszubildenden und schauen uns dann nochmal an, was denn eigentlich da so gemacht wird, wenn wir nicht am FIFA bzw. EAFC spielen sind. Also ich würde sagen, let's go. Wir sind jetzt angekommen im Stellwerk. Einige wissen es vielleicht, ich war ja letztes Jahr schon in der Betriebszentrale in Frankfurt. Das sah so ein bisschen ähnlich aus. Also hier alles ganz zurück, es blinkt und bewegt sich alles. Für mich alles immer noch ein bisschen kryptisch. Aber dafür habe ich jetzt ja meine Experten mit dabei. Einmal den Herr Ette, den Leiter und Mehmet, der ja auch die Ausbildung hier absolviert. Und ich glaube, ihr beide erzählt mir jetzt hier ein bisschen was, wie das hier funktioniert und wie das hier alles abläuft und vor allem, was hier passiert. Ja, wir sind hier im Stellwerk, wo der Zugverkehrssteuerer die Signale und Weichen für die Züge stellt. Er entscheidet, welcher Zug fahren kann und er trägt die Verantwortung für die sichere und möglichst pünktliche Durchführung der Zugfahrt. Wie wir schon im Hintergrund hier sehen, das ist jetzt der Düsseldorfer Hauptbahnhof. Der Zugverkehrssteuerer, in dem Fall ich, habe hier dann die ganze Übersicht, um eine sichere Zugfahrt zu gewährleisten. Mehmet hat es gerade gesagt, wenn ihr euch jetzt bei der Deutschen Bahn für eine Ausbildung hier als Zugverkehrssteuerer bewerbt, und dann ist das quasi
euer Job hier, das ganze Hinterohr hinter mir, dann wirklich zu verstehen, zu durchleuchten. Und ich glaube, ihr habt einfach auch extrem viel Verantwortung, weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, klar, es gibt natürlich den Lokführer, der das Ganze dann letztendlich im Zug umsetzt. Aber ich glaube, hier werden Entscheidungen getroffen, welcher Zug fahren darf, dass keine Züge kollidieren. Ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr verantwortungsvoll. Weil ich erinnere mich ans letzte Jahr, an die Betriebszentrale in Frankfurt. Das war auf jeden Fall auch schon sehr beeindruckend. Aber es sieht jetzt hier am Stellwert in Düsseldorf dann doch nochmal ein bisschen anders aus. Was ist hier der Unterschied? Also das Stellwerk hier in Düsseldorf Hauptbahnhof, das ist ein sogenanntes Spurplan- oder Drucktastenstellwerk. Und in der Betriebszentrale werden halt elektronische Stellwerke eingesetzt, also Computerstellwerke mit Monitor und Tastatur und Maus. Und davor wurde halt jahrelang das Drucktastenstellwerk gebaut und betrieben. So, nachdem wir jetzt von Herr Ette erfahren haben, an was hier am Stellwerk passiert und wie das alles so ein bisschen funktioniert, habe ich jetzt euch die Lynn und die wird euch jetzt erklären, wie denn hier die Ausbildung bei der Deutschen Bahn abläuft. Ja, ich bin Lynn und ich bin Nachwuchskräfte-Gesamtkoordinatorin hier am Standort Düsseldorf und betreue bis zu 90 Auszubildende. Die Betreuung in meinem Bereich beginnt quasi ab der Vertragsbeauftragung. Das heißt, sobald die Auszubildenden sich erfolgreich in dem Prozess beworben haben, bekommen die mündliches Angebot und dann beginnt quasi mein Betreuungsbereich. Ziel ist es natürlich, die Auszubildenden optimal auch auf die Abschlussprüfung vorzubereiten, sodass unsere Nachwuchskräfte die Abschlussprüfung erfolgreich bestehen und wir sie am Ende mit in den Fachbereich übernehmen können. Für euch da draußen ist es sicherlich auch super spannend, mal zu hören von einer ehemaligen Azubine, wie die Ausbildung eigentlich wirklich abläuft. Und deshalb freut es mich sehr, dass die Tatjana da ist. Und Tatjana, was hat dir am besten bei der Ausbildung hier bei der Deutschen Bahn gefallen? Unsere Ausbildung war in drei Teile aufgeteilt und am coolsten finde ich tatsächlich unsere Seminare, die wir in Bayern und in Hamburg hatten. Wir sind viel rumgekommen und wir hatten eine coole Truppe. In der Ausbildung hatten wir zwei feste Ansprechpartner, die uns immer zur Verfügung standen, egal was wir gebraucht haben, welche Fragen wir hatten. Wir konnten immer auf die zugehen und die haben uns bei jedem Problem geholfen, unsere Fragen beantwortet. So, ich habe mir sagen lassen, bei der Deutschen Bahn gibt es durchaus noch das ein oder andere coole Benefit, wenn ihr euch hier für eine Ausbildung entscheidet. Und da ist, glaube ich, die Lynn, die Ansprechpartnerin, die uns das alles ein bisschen erklären kann. Abgesehen von dem E-Sport-Stipendium, was wir jetzt seit letztem Jahr anbieten, bieten wir unseren Auszubildenden zusätzlich die Möglichkeit, 16 Mal im Jahr kostenlos mit dem ICE durch ganz Deutschland zu fahren. Was wir jetzt auch ganz neu mit dabei haben, ist, dass wir unseren Auszubildenden den Pkw-Führerschein finanzieren. Das heißt, wenn man zum 1.9.2024 bei uns eine Ausbildung beginnt und dann auch erfolgreich die Probezeit absolviert, finanzieren wir, wenn die Auszubildenden Lust haben, den Führerschein zu machen, den kompletten Führerschein. Also ich bekomme jetzt erklärt, wie die Fahrstraße hier funktioniert was hier alles eingestellt werden kann. Also ich stelle jetzt aus Gleis 20 die Ausfahrt für den Berliner, das ist ein ICE, der fährt nach Berlin. Dafür benutze ich 200, das ist unten das Start, die Startnummer. Und dort hinten in dem roten ist die 179, das ist das Ziel, was ich eintippe. Und dann drücke ich drauf, die Fahrstraße läuft ein. Wenn alles gut ist, haben wir gleich ein fahrzeugendes Signal. Sie können hier quasi dann dem Zug die Einfahrerlaubnis sozusagen geben, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Und dann ist davon auszugehen, dass der Zug dann eben seinen Weg nach Berlin aufnehmen kann. Genau. Wir sind zurück am Bahnhof und haben heute ganz arg viel erlebt. Mehmet und Lut haben mich den ganzen Tag vom EM-ICE bis zum Stellwerk begleitet. Wir haben ganz viel über die Ausbildung bei der Deutschen Bahn gelernt. Und vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wenn ihr euch für das E-Sport-Stipendium bei der E-Sports Player Foundation interessiert, dann bewerbt euch jetzt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da auf das Video. Lasst dann einen Kommentar da, was euch besonders gut gefallen hat. Ich fand es auf jeden Fall krass, dass wir im ICE EFC gespielt haben. Und ich wollte mich auch nochmal bei euch für den coolen Tag bedanken. Wir uns auch, bei dir natürlich. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. War super interessant mit dir. Und jetzt haben wir da oben ja noch hier die... Genau, hier sehen wir jetzt ein Signal. Das zeigt gerade Halt. Und sobald der ICE, der jetzt hier auf diesem Gleis steht,
die Fahrterlaubnis bekommt, beziehungsweise die Weichen dann alle richtig gestellt sind, bekommt er dann das Signal Fahrt, das wird dann grün und dann darf er auch losfahren und ist dann auch gesichert. Ich würde sagen, damit haben wir heute den Not gelandet, jetzt kommt nämlich auch der Zug, ist nämlich, ja, haben wir den Not gelandet, der Zug kommt und damit würde ich sagen, sind wir raus. Ciao, ciao. Tschüss.